Vor der Hermeskeiler Erich-Kästner-Realschule haben sich am Vormittag rund 150 Schüler der Abschlussklassen 10 zu einer Demonstration zusammengefunden. Sie verweigern mit ihrer Aktion den Zutritt in das Schulgebäude, in dem mehrere Räume mit dem Schadstoff PCB belastet sind. Außerdem kritisieren sie den Ablauf der Sanierungsarbeiten und wollen deutlich machen, dass sie Angst um ihre Gesundheit haben. Die Gesundheit ist einem doch schon wichtig. Und das geht nicht. Wir haben die Blutergebnisse gesehen und das war von 17-Jährigen, die höchste war 0,24. Laut Schülersprecherin Selina Parzen haben die Bluttests auch bei den Abschlussklassenschülern erhöhte PCB-Werte ergeben. Man weiß ja nicht, wie das vielleicht endet. Wenn es nach den Schülern geht, können die Sanierungsmaßnahmen gar nicht schnell und umfassend genug vorangehen. Dass die Sommerferien sich dafür gut eignen, dass die ganzen Räume saniert werden. Marco Weibel fordert sogar die Schließung der Schule. Da ist ja noch das ganze Equipment, Zirkel, Lineale und die ganze Ausrüstung. Und die nimmt den Stoff dann wieder auf und dann hat man wieder dasselbe Problem. Das ist ja auch nicht der Sinn von einer Schule, dass man da noch krank wird. Am Vormittag kam im Hermeskeiler Rathaus der Sanierungsausschuss zusammen, um über das weitere Vorgehen zu diskutieren.